Im Januar 1919 kommt es in Deutschland zum sogenannten Spartakusaufstand. Jetzt, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Abdankung des Kaisers, haben die politisch Linken in Deutschland die Macht, aber sie sind sich nicht einig, bekämpfen sich untereinander. Da ist auf der einen Seite die SPD, die möchte eine parlamentarische Demokratie. Und auf der anderen Seite die USPD, eine linke Abspaltung, und die Spartakisten, die Kommunisten. Die wollen alle Macht für die Arbeiter- und Soldatenräte, eine Räterepublik. Die ganze Geschichte des Spartakusaufstands in 4 Minuten erzählt. Jeden Dienstag ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal Geschichte erzählt. Am 4. Januar 1919 entlässt der preußische Innenminister von der SPD den Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn von der USPD. Jetzt kommt es dann zu großen Demonstrationen, zum Generalstreik in Berlin. Die Menschen wollen die Entlassung nicht hinnehmen. Letztlich geht es um eine Richtungsentscheidung. Die SPD möchte eine parlamentarische Demokratie und bald Wahlen zur Nationalversammlung abhalten. Die unabhängigen Sozialdemokraten und auch der Spartakusbund, das sind die Kommunisten, möchten eine Räterepublik. Die Arbeiter- und Soldatenräte sollen die ganze Macht erhalten. Und nun passiert Folgendes: Die linken Revolutionäre, teilweise linksradikalen Revolutionäre, besetzen das Zeitungsviertel. Auch die SPD-Zeitung Vorwärts wird besetzt. Aber die SPD holt zum Gegenschlag aus. Sie verbündet sich mit den eigentlich noch immer mehr oder weniger kaisertreuen Militärs. Es werden Freikorpssoldaten eingesetzt, ehemalige Frontsoldaten, monarchistisch, nationalistisch eingestellt, politisch rechtsstehend. Eigentlich sind das keine natürlichen Verbündeten der SPD und auch keine Demokraten. Aber Friedrich Ebert, der SPD-Kanzler, hat so große Angst vor einer bolschewistischen Revolution wie in Russland, dass er glaubt, einen Pakt mit dem Militär eingehen zu müssen. Der Aufstand wird nun brutal niedergeschlagen. Fast wie im Krieg gehen die Soldaten vor. Die viel schlechter bewaffneten Revolutionäre haben bei den Kämpfen überhaupt keine Chance. Eine besonders harte Linie hierbei fährt der SPD-Politiker Gustav Noske. Zitat: Einer muss der Bluthund werden. Ich scheue die Verantwortung nicht. Eigentlich ist jetzt alles vorbei. Die Wahlen zur Nationalversammlung können stattfinden. Es wird zu keiner Räterepublik kommen. Aber es folgt eine weitere Gewalttat. Die beiden Ikonen der Kommunisten, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, werden von einer Bürgerwehr verhaftet und ins Hotel Eden gebracht. Dort werden die beiden verhört. Liebknecht wird schließlich in den Tiergarten gebracht, dort erschossen. Luxemburg kurz darauf niedergeschlagen, bewusstlos oder fast bewusstlos, im Auto erschossen. Die Behauptungen, Luxemburg sei von der Menge gelyncht und Liebknecht auf der Flucht erschossen worden, können schnell widerlegt werden. Die Leiche von Luxemburg wirft man noch in den Landwehrkanal. Sie wird erst Wochen später gefunden. Wie viel die führenden SPD-Politiker von dem Ganzen wussten, wissen wir bis heute nicht. Insgesamt hat der Aufstand wohl knapp 200 Tote gekostet. Die politische Linke in Deutschland ist endgültig gespalten. Der jetzt entstehende Hass verhindert dann später auch eine Zusammenarbeit gegen die Nationalsozialisten. Trotzdem, fürs Erste hat sich die SPD mit ihrer Idee von der parlamentarischen Demokratie durchgesetzt. Es wird zur Wahl der Nationalversammlung kommen und zur ersten deutschen Demokratie, der Weimarer Republik. Dieser Versuch, die Regierung zu stürzen, ist also gescheitert. Aber auch danach wird Deutschland nicht zur Ruhe kommen. Es wird zu weiteren Aufständen mit noch mehr Toten kommen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Bis nächsten Dienstag.